Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness. Letztes Mal haben wir wieder ein Kapitel des Tome of Eternal Darkness durchgespielt und die nächste Kapitelseite gefunden, indem wir die Melodie aus der Kathedrale auf dem Klavier und auf dem Flügel nachgespielt haben. Und jetzt sind wir bereit, die Kapitelseite Die verbotene Stadt zu lesen und zu spielen. Und das ist tatsächlich ein Teil. Ich dachte, der kommt früher, ehrlich gesagt. Aber er kommt erst jetzt. Und das ist tatsächlich ein Teil, auf den ich mich schon gefreut habe, weil der besonders schrecklich ist. Much has been written about the exploits of conquerors. In the context of history, one man's champion is another man's nemesis, hero or murderer. Much has been written, but what has not is far more interesting. The Tome of Eternal Darkness mentions a Venetian artist and architect of the Renaissance named Roberto Bianchi. Roaming abroad to find inspiration, he was captured by a warlord expanding his empire. He forced Roberto to use his architectural and engineering skills to construct a monument to his greatness. To complete his task, he must survey the site. Survey the site quickly, dog, and maybe you'll live long enough to see the sacrament's construction. Did you think we would trust you, Bianchi? Even though you are graced with the generosity of our liege, you are still his prisoner. As I said, finish your work quickly, and maybe we'll drag you out of this hole. Und trotzdem erwarten die, dass ich meine Arbeit ordentlich mache. Ich meine, wenn ich eh untergehe, weil ich Gefangener bin, naja. Roberto soll die Ruinen des antiken Tempels begutachten. Die Räume, die er genau untersuchen muss, sind auf der Karte eingezeichnet. Erst wenn diese Areale genauestens überprüft wurden, kann der Bau fortgesetzt werden. So, und wir spielen hier jemanden mit sehr wenig magischer Energie. Dafür haben wir einen Haufen Lebensenergie. Aber nur eine Fackel. Also momentan noch nicht wirklich irgendwas, mit dem wir uns verteidigen können. Gehen wir hier also mal rein. Das ist ja sowieso unser einziger, der einzige Weg, den wir haben. In den Tempel. Und oh, den Tempel kennen wir doch. Jawohl. Und deswegen dachte ich das letzte Mal, als wir ankamen, schon, dass wir in diesem Tempel sind. Hier laufen aber diesmal ein Haufen Leute rum. Hier, da, hallo, ich will mit dir reden. Ein verzweifelter Arbeiter auf der Suche nach Antworten auf Fragen, die nicht beantwortet werden können. Er hofft, dass Roberto gekommen ist, um ihn zu retten, und dass er bald seine Familie und Freunde wiedersehen wird. Ja, scheint ja nicht so. Okay, das macht nichts. Dann können wir nur hier wieder runtergehen. Dann gucken wir doch mal auf die Karte. Also hier sind keine Räume eingezeichnet. Ah ja, hier sind dann X, okay. Und da hören wir schon ein zombieartiges Wesen. Aber glücklicherweise können wir diese Zombies ziemlich einfach loswerden. So, was haben wir hier? So ein Podest. Leider können wir noch keinen Finalschlag machen. Und da ist ein toter Arbeiter. Einer der Leidensgenossen Robertos liegt tot am Boden. Seine Wunden haben die Aufmerksamkeit der Kreaturen auf sich gezogen, die sich an ihm gütlich taten und seine Eingeweide auf dem Boden verteilt haben. Gut, das muss man sich jetzt vorstellen, das ist jetzt hier natürlich in der Grafik vom GameCube noch nicht dargestellt. Soll Roberto dieses Areal beobachten? Ja. Das Mauerwerk zeigt Spuren starker Beanspruchung. Es ist alles andere als stabil. Aber wenn man die Wände genügend abstützt, werden sie vielleicht wieder den Ansprüchen des Monuments gerecht.
schlafen die scheinbar. Schlafen, wo sie arbeiten. Guck mal, was haben wir denn hier? Ein Schwert, ein alter Saif, liegt blank gezogen auf einer Kante. Den würde ich sagen, nehmen wir doch. Und jetzt können wir uns auch wehren. So, hier ist mehr Betten. Sieht aus wie Strohmatratzen. Aha. Armbrustbolzen. Das heißt, wir werden wohl wieder eine Armbrust finden. Ist schon mal gut. Fernkampfwaffen sind hier bekanntlich gut gegen Trapper. Und wieder runter geht's. So, damit wir jetzt nicht gleich, finde ich, sterbe die ganzen. Gehen wir nochmal hoch. Ich will die Zwischensequenzen nicht nochmal angucken müssen, wenn ich, jawohl, wenn ich versage. Von daher einmal speichern. So. Okay, also hier ist. Hier sind rote Viecher, hier ist irgendwas anderes. Und da sind blaue Viecher. Und ich nehme an, dass die drei hochgehen, während das vor mir runter geht. Von daher gehe ich jetzt her. Gehe so hier hin. Und werde mir erstmal einen schmucken Schutzzauber verpassen. Ach nein, ich habe das Tome of Eternal Darkness noch nicht. So ein Mist. Nun gut, wir haben gespeichert. Und wir betätigen den Hebel. Dass da ein Hebel ist, brauche ich wohl nicht vorzulesen. Nein, die kommen nacheinander. Ein Glück. Das heißt, wir können die immer zerschlagen. Und den nächsten Hebel betätigen. Jetzt kommen die zwei roten. Oh, der hat eigentlich in die falsche Richtung gehauen. Naja. So, setzen wir den einen. Und dann, können wir den Kopf, wenn er wieder nachgewachsen ist, immer wieder abhauen. So. Und den dritten Hebel, so dass wir den Rückweg und den Vorwärtsweg freischalten. So, dann würde ich sagen, dürfen wir? Nein, habe ich mir gedacht. Ich wollte auch eigentlich das hier. Genau aus dem Grund. Da liegen Leichen rum, oder da liegen Mentorock-Zombies rum, so heißen sie ja. Und die wollen wir natürlich umbringen können, wenn sie aufstehen. Und das haben sie natürlich getan. Außerdem sehen wir mit der Fackel mehr. So. Nehmen. Oh, Armbrustbolzen, die man nicht sehen konnte. Geheime Armbrustbolzen. Und da ist die Armbrust. Und die nehmen wir mit. Wieso hier Waffen rumliegen, wo die Gefangenen hier sind, ist tatsächlich eine Frage. Der Mann brabbelt unzusammenhängend davon, dass seine Kollegen von Würmern verschlungen wurden und dass Roberto der Nächste sein wird. Und gut, Roberto weiß natürlich auch nichts von den schrecklichen Wesen, die wir bisher gesehen haben, aber jetzt wird er davon erfahren, denn jetzt kommt er in den Besitz des Tome of Eternal Darkness. So, genau. Und erfährt alles, was passiert ist. Ich habe jetzt gedacht, der greift uns an. So, einmal nach unten. Der Arbeiter ist überrascht, Roberto zu sehen. Er gibt zu, sich wie ein Feigling verhalten zu haben, indem er zurückblieb, während die anderen weiter in den Komplex hineingingen.
Als die Schreie der anderen in seine Ohren widerhalten, beschloss er, keinen Schritt weiter zu gehen. Das ist auch eine gute Idee, denn wir hören Trapper. Und wir hören Trapper, das bedeutet, wir nehmen die Armbrust und schießen sie ab. Das war kein Treffer. Kamera bitte. Ah, okay. Die sind noch ein ganzes Stück weit entfernt. Da ist einer. Und der zweite ist direkt um die Ecke. So. Und dann geht es hier den Gang weiter. Kein weiterer Trapper. Was haben wir denn hier links? Nichts. Doch, hier ist was. Eine eingestürzte Decke und ein Gerüst versperren Roberto den Weg. Kein Problem, gehen wir die Treppe hoch. Giftgas. Oder was? Ah nein, das ist wieder er hier. Das ist wieder er hier und das heißt, ich nehme eine Schusswaffe, wenn möglich. Da haben wir daneben geschossen. Man glaubt es kaum. Mit der doppelläufigen Schrotflinte war das einfacher. Dann muss ich wohl auf den Torso zielen. Das könnte einfacher sein. Wenn ich denn intelligent genug bin. Oh, das wird gleich sehr schwer. Das wird gleich sehr schwer. Okay. Strategiewechsel. Liste der Sprüche. Isolierung ist es, oder? Ja. Isolierung prüfen. Der ist, da er langsam ist, Bankrock und Red Gormor. Ich möchte ein neuer Spruch. 5 Zirkel. Das ist egal. Bankrock. Pargon. Red Gormor. Pargon. So, Isolierung. Sprechen, Stufe 5. In Lila. Das war dumm. Ich hätte natürlich erst aus dem Weg gehen müssen. Ach, meine Konzentration ist nicht sonderlich toll. Probieren wir es nochmal aus. So. So, und damit haben wir es schon mal so weit geschafft, dass der da festhängt. Und bei mir ruckelt wieder alles. Das heißt, der Prozessor ist mal wieder heiß. Da müssen wir warten, bis er wieder abgekühlt ist. Das ist ein bisschen blöd, aber das hier ist der beste Rechner tatsächlich zum Aufnehmen. Und da ist es wieder gut. Ich hatte tatsächlich, als ich durchgeruckelt habe, gemerkt, in der Aufnahme war das Geruckel nicht mit drin. Das ist also scheinbar ein Phänomen, was nur ich habe. Da tut es mir leid, dass ihr immer mal kurz warten müsst. So, während der jetzt sich hier an dem Kraftfeld abmüht, wenn ich hier einfach im Kreis, so dass mein Mana regeneriert. In der Hoffnung, dass er wirklich Schaden nimmt, in der ganzen Chose. Auf dem Kreis und der Schaden. Und durch ist er. So, dann schauen wir mal. Ja, das wird doch gut funktionieren mit dem Mana. Würde ich sagen, wir haben noch Munition. Wir laden nochmal durch. Und versuchen es nochmal mit dem Torso. Hat der jetzt geschossen oder nicht? Nein, doch.
Jetzt haben wir getroffen. Und jedes Mal, wenn wir ihn treffen, haben wir kurz noch Zeit wegzurennen. Und ja, ich weiß, wir haben hier das Problem der magischen, der Sanity, die uns verlustig geht. Nichts, was ein kleiner Zauber nicht beheben könnte. So, haben wir noch eine Munition? Ja. Ja, da habe ich das Laden unterbrochen, weil ich gelaufen bin. Ich muss bei dem übrigens immer an so einen typischen Stalker oder sowas denken, der so im Mantel daherkommt und dann den Mantel aufmacht und darunter nackt ist. Irgendwie. So. Wir waren schon auf der Magie. Isolierung. Stufe 5. Und das war's. Er nimmt tatsächlich Schaden an der ganzen Geschichte. Und den Finalschlag drauf. So. Dann können wir jetzt doch mal näher untersuchen, wo wir gelandet sind. Sozusagen eine vernachlässigte Bibliothek. Ein verrottetes, nutzloses Buch liegt inmitten von Tonscherben und Schutt. Und hier in der Mitte ist ein Zauberspruch erklärt. Und das ist die Zombie-Spruchrolle. Das, was ich schon gezeigt habe, dass ich mit TR Attack und Parkin zusammen eben stärkere Kreaturen beschwören kann. So, jetzt kommt hier ein etwas weniger spannender Bereich. Ja, wir hören ein Monster. Das ist auf jeden Fall eine der Halluzinationen, die man hier hat. Den ich ein wenig entgegenwirken möchte, aber nur ein wenig. So. Dann können wir hier auch speichern. Volle Lebensenergie. Grund genug zum Speichern. So, jetzt ist die Frage, wo kommen wir her? Huch, das ist wegen der Verzögerung beim Auspacken vom Buch, ging ich davon aus, er hätte den Tastendruck nicht angenommen. Hier kommen wir natürlich her. Das ist jetzt in der Karte halt nicht zu sehen, weil wir die Karte schon komplett aufgedeckt haben. Jetzt haben wir hier Armbrustbolzen. Ja, wir haben aber viel Lebensenergie, das ist also nicht so schlimm. Vor allem nicht, weil der schon weg ist. So. Dann folgen wir der Kreatur doch mal dem, wo die Kreatur herkommt. Der Körper eines weiteren Arbeiters. Der Angriff fand von hinten statt, als er versuchte, seinem Angreifer zu entkommen. Diese Tür, das soll jetzt hier quasi verkörpert werden, diese Tür öffnet sich nur, wenn die Falle ausgelöst wird. Übel zugerichtete Körper liegen auf dem Boden dieses Raumes. Ihr Fleisch wurde herausgerissen und gefressen. Der Verwesungsprozess hat bereits eingesetzt. Die Tür hier ist zugemauert und durch die können wir erstmal durchgehen.
Ich hatte mich in eine Ecke manövriert, das hat aber noch geklappt. Der Große ist meine Hauptangst eigentlich. Sehr schön. So, das hat funktioniert. Sehr fein. Fein. So. Und hier erinnern wir uns, hier waren zwei Trapper drin. Früher mal. Wir bleiben mal hier in der linken Tür. Die ist verschlossen. Und wir schauen uns mal das Areal an. Auch wenn in diesem Bereich das Mauerwerk schon abbröckelt, ist die Grundsubstanz doch stark genug, um dem Monument eine solide Basis zu geben. Und jetzt geht das los. Die sind nämlich eigentlich schon übernommen. Und ich hänge hier fest. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich die erstmal hier wegschlage. Weil so kann ich auch keinen Zauberspruch machen. So, jetzt habe ich mich freigestimmt. Nein. Erstmal den hier. Nein, der soll eigentlich den da angreifen. Hey, so. Und jetzt hoffentlich genug Zeit. Nein, der ist schneller. Der ist zu schnell für uns. Und da sind wir tot. Gut, dadurch, dass ich mich in die Ecke manövrieren lassen hatte, war das jetzt auch zu erwarten. Das Leben von Roberto verging in den Fängen der Eternal Darkness. Da niemand nun ihre diabolischen Pläne vereiteln wird, ist die Menschheit dem Untergang geweiht. Und deswegen haben wir ja gespeichert. Das Schlimmste übrigens bei Spielen finde ich dann immer, wenn dann diese ewigen Intros kommen, nur weil du verloren hast und du dann so lange brauchst, bis du erstmal wieder das Spiel laden kannst. Weil wenn du halt relativ häufig stirbst, in einem Spiel, dann siehst du eigentlich nur immer diesen Bildschirm. Also jetzt hier, das ist ja ein Ladebildschirm, okay, aber du siehst ja nur diesen Titelbildschirm ewig und kannst ihn nicht wegdrücken. Das ist jetzt hier übrigens auch gewesen. Ich konnte das Nintendo-Logo nicht wegdrücken und ich konnte auch nicht schnell das Spiel laden. So, also dann geht es hier runter. Auch hier, ich kann die Sequenz nicht. Ich kann drücken, was ich will. Statt dass die Sequenz abgebrochen wird, merkt er sich, dass ich B gedrückt hatte. Und greift. Jetzt bin ich zu früh hin und hab mit beiden zu kämpfen. Und hier sieht man, die Grünen sind recht stark. Finalschlag. Dafür kann ich davon jetzt gleich zwei machen. So, eigentlich kann ich auch so machen. Und dann sollte ich eigentlich auch speichern können. Nicht da bin ich, jawohl. So, war nicht viel gewonnen, aber wir sind einen Raum, einen Gegner weiter. So, ich weiß nicht, ob das irgendwas freischaltet, daher untersuche ich den eben nochmal schnell. Die
Zwischensequenz, wo der Zombie hier in die Falle geht und damit die Tür schließt. Kann ich hier speichern? Ja. Ich werde es jetzt nicht zeigen. Erfahren tut man das spätestens, wenn man selbst mal zufällig in die Falle gerät und die Tür sich dann wieder öffnet. Ja, ich bin gerade heute zu doof. Das ist die letzte Folge, die ich heute aufnehme. Aus Konzentrationsmangel. So. So, wie schaut's aus? Wir können hier auch nochmal speichern. Sehr schön. So, dann probieren wir es doch gerade nochmal. Also wir wissen, dass die drei uns angreifen, wenn wir uns den Raum angeguckt haben. Hier können wir das machen. Also werde ich doch einfach mal ganz einfach hergehen und sage Isolierung 3 Punkt. Wodurch die uns jetzt nicht mehr einfach so angreifen können. So, jetzt sollten die eigentlich an der Barriere Schaden nehmen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Jawohl. Und wenn man sie einzeln besiegt, dann klappt das auch. So. So viel zu dem Thema. Wenn man vorher weiß, was passiert, ist das kein großes Problem. Einmal ein bisschen geheilt. Und dann gucken wir uns hier nochmal um. So. Können nicht laden, speichern. Ja. Da sind wir. Ja, ich weiß, ich speichere jetzt wirklich in kleinen Inkrementen, aber das ist sozusagen jeder einzelne Erfolg wird gefeiert durch ein Speichern. So. Und hier hinunter. Da höre ich wieder Trapper und irgendwas Großes. Der guckt mich an, hat mich angesehen, während ich mich bewegt habe. Das heißt, er hat mich wirklich trotzdem gehört. Nur nicht wahrgenommen. Und da läuft das Blut den Fernsehbildschirm hinunter. Lustig wäre es, wenn er mich jetzt vorwärts schieben würde. Dadurch nicht bemerkt. Der Grüne ist doof. Der hängt nämlich da so rum. Und geht nicht vorwärts und nicht rückwärts. Munition habe ich noch. Schauen, löst das Laden die aus? Eigentlich doch. Es ist noch leise genug, dass er nicht. Jetzt wackelt er schon wie verrückt. Aber jetzt ist es auch zu spät für ihn. Ich bin bei denen immer viel zu vorsichtig gewesen. Muss ich gestehen. Das waren die Gegner, vor denen ich am meisten Angst hatte. So. Wohl speichern. So. Und dann schauen wir doch mal, was hier in der Tür drin ist. Die letzte Folge war ja etwas kürzer, also machen wir die mal ein Stückchen mehr. Das ist so ein großes Vieh. Und noch Zombies. Und
ein Schlüssel mit einem Symbol. Okay, das große Vieh kämpft gegen die Zombies. Erstmal, ich will nicht gegen alles kämpfen müssen. Aber so können wir das ja machen. So, da läuft hier das Blut wieder mit der Grund runter. Ein Graben aus geschmolzenem Stein und Feuer versperrt den Weg in das Zentrum des Raumes, in welchem ein merkwürdiger Altar steht. Roberto denkt über die Intention hinter dieser Architektur nach, aber kommt zu keinem vernünftigen Schluss. Hier noch einmal im Kreis, einmal zu gucken. Okay, also, wir haben in der Mitte einen Fünferzirkel in grün gesehen. Und tatsächlich müssen wir hier entweder erkennen oder aufheben verwenden. So. Benutzen wir erkennen, das ist, also im Fünferzirkel, das wäre Narrakath und Red Gomor. Also muss ich wieder ein neuer Spruch. Fünferzirkel. Jetzt habe ich nicht geguckt. Narrakath. Pargon. Red Gomor. Pargon. Und jetzt können wir das auch sprechen, nicht prüfen, sprechen in der Allfarbe. So, jetzt sehen wir die Dinge mit dem Auge Mantarox. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Oh, okay, wir sind selbst zu einem Geist geworden. Ich würde sagen, das ist wieder eine von den Halluzinationen, die uns das Spiel haben lässt. Ich lade einfach mal meine magische Energie auf, bis die Halluzination zu Ende ist. Was sagt die magische Energie? Ja, probier es nochmal. Beziehungsweise ich warte, bis ich kein Geist mehr bin. Na komm. Das hatten wir auch schon mit Alex Roivers in der Gegenwart. Und wir hatten das auch schon gehabt, ich glaube so ähnlich, und dann sind wir im Boden versunken. Naja. La 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 la. Okay, ja, jetzt wird das ein bisschen peinlich. Ich weiß es gar nicht mehr, ob das jetzt Chaturga war. Ich wollte das jetzt mal ausprobieren. Ja, so viel braucht das gar nicht. Ja, Chaturga ist das Richtige. Das ist das, was eigentlich hätte passieren sollen. Normalerweise hätte das mit Mantarok auch passieren müssen. Weil Mantarok ja gegen alles funktioniert. Aber gut. Und da haben wir hier den Schlüssel. Auf dem Sockel ist ein Schlüssel zu erkennen. Er strahlt im warmen Licht des Raumes. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er in unserer Tasche. Und damit würde ich sagen, bevor ich zurückgehe und dann einfach hier immer der rechten Wand entlang gehe, mache ich für heute Schluss mit dieser Folge und dieser Aufnahme. Also, ciao, miau.